So Death. So Death. Hatten wir es nicht heute noch mit Cleave von Jermaine Dupri? Hast du das nicht in die Runde geschmissen? Ja, ich habe das scherzhaft in dem Gespräch gemacht, ja. Aber deswegen, ne? Passt, ja. Passt wie Arsch auf Eimer. Brennt wie Tabasco. Ja, Tabasco ist aber noch easy, Bro. Da gibt es viel fieseres Zeug. Ja, auf jeden Fall, die beiden ohnehin auf diesem, die Songs, die wir gemacht haben, immer wieder Querverweise, wie eigentlich schon immer, in die Hip-Hop-Vergangenheit, So Death. Was sollen wir dazu sagen, ne? So Death, Unterlabel von Def Jam Records, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig. In Atlanta, unter Leitung von Jermaine Dupri. Jermaine Dupri, Maschine gewesen. Da Brad. Viele Kollabos, Ludacris, Jagged Edge. Little Bow Wow. Bow Wow war auch mit drin, ne? Bow Wow. Bow Wow, wow, yippie, yo, yippie, yay. Bow Wow. Lado, die jetzt ziemlich stark unterwegs ist, war da bei irgendeiner Castingshow, erst bei So Death. Aber sehr einflussreiches Label auf jeden Fall. War nicht sogar Cisco da? Nein, oder? Cisco? So, Downsong Cisco? Auf jeden Fall Feature mit Jermaine Dupri hatten sie auf jeden Vielleicht Fall. Drew Hill an sich, oder? Drew Hill das könnte noch sein, könnte ich mir gut vorstellen. Aber Cisco, so damals zu Zeiten von Unleash the Dragon und so, kann ich dir nicht sagen, aber möglich. Aber normalerweise weiß die Community doch immer so viel, oder? Big Boy, hast du Chris Browns Diss-Track gehört? Ja. Ich habe auch gesehen, dass er Quavos Hallelujah gekauft hat, wie 50 bei Ja Rule. Ist aber auch sexy gewesen, ne? 200 Leute? 200 Leute? Alter. Stell dir mal vor, was das gekostet haben muss. Ja? Er hat ja sein Geld gemacht, Bruder. Ja, natürlich hat er sein Geld gemacht, aber trotzdem, was das für Chris Brown gekostet hat, dass es diesen Effekt hat, ist mega geil. Plus für die 200 Leute war es einfach das Konzert ihres Lebens, oder? Ich fand halt auch sein. Stimmt, Criss Cross, Trina. Ah, Bruder, jetzt haut er doch raus. Na, also, deswegen. Ja, Trina, Bussard, Escape auch krass, Alter. Dem Franchise Boys, Alter. Dem Franchise Boys. Alter, dem Franchise Boys. Was war ich für Fan? Youngbloods, Alter. Youngbloods, Bonecrusher. Anthony Hamilton. Alter. Oh, Anthony Hamilton, by the way. Das Dillinger am Schluss stimmt. Ganz auch. Kurz, Anthony Hamilton, Tiny Desk. Wirklich eines der stärksten auch Tiny Desk Konzerte. Ja. Es auch ist krass. So gut, bitte zieht es euch rein. Ja. Das Dillinger, tatsächlich. DJ Felly Fell. Da ging so einiges damals. Ja, also, wie ihr seht, ja, ich bin FFM, a.k.a. Cleave. Packt hier ich, aus. Ja, also ich glaube, wir brauchen einmal Cleave und einmal Silvio an einem Tisch. Hab mir die Sonne machen das, lassen wegen Cisco. Um eine Bauchnabel? Oh, bitte, Alter. Bitte sag das nicht. Sag das und post und verlink uns drauf auf Instagram. Do that. Ah, das ist Tus. Richtig gut. Das ist richtig Tus. Gut, ey. Tus. Ach Gott, ey. Also, passt auf. Next one. Wikipedia for the win. Sehr, sehr geil. No also, further ado, wir bringen euch das Duo Numero Uno. So sieht's aus. 385 ideal. Besten Dudes, Alter. Auch absolut korrekte Menschen. Von daher, let's go. Zusammen mit Nemo, Summer Jam und So Death. MTV einfach mal gejackt, Alter. Ja, zu Recht. Ideal-Television. Ne? Ideal-Television. Moonboys, Ideal, Scorpion, So Death. Ich baller 2000 Euro auf ein Super-Cup-Spiel. Oh. Paper am all about my Fluss, Asambi. In Frankfurt kannst du solche Moves nicht abziehen. Alter, es ist so schön. Es von, ist so schön, Alter. Von wem war das Original? I try to play cool and get face me. Das war schon Cover. Und was war es davor? Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal. Ich weiß, dass ich es wissen müsste, aber ich bin raus. Cleave, Bruder, aber, du kannst das doch directly aufklären, oder? Silvio, Cleave, everybody. Aber auch Summer, ne, mit dem letzten schon hart in den Vibe zurückgegangen. Und jetzt auch, Summer kann einfach auch nicht missen zurzeit. Ich finde halt Summer Jam mit seinem neuen Sound an sich, ne, plus Young Man, ich mach die 808, ne, ist halt eine geile Kombi. Die bringen halt einen sehr, sehr, sehr geilen Club-Sound zurück. Fühlt sich ein bisschen an wie unsere Zeit damals und bockt halt ohne Ende. Run It oder Banger? Ich bin bei keinem dabei, so gefühlt, aber irgendjemand von euch beiden muss ja recht haben. True. Ne? In Reit kann es sein, dass meine Gunst dich abziehen. Lohnsteuerklasse wie ein Howard-Absolvent. Bitch, ich fahr den Brabus ohne Fahrbahnassistent. Lohnsteuerklasse wie ein Harvard-Absolvent. Welches Auto?
Ich war nicht drin, ich war bei dem Skate. Bitte, ich war dem Blabla ohne Fahrbahnassistent. Ja, Mann. Skate. Laufe bis um 6 und komm verkatert aus dem Bett. Jahrelang präsent, doch eure Startups machen Sense. Summer, der Hammer, der Killer, der. Ab und zu mache ich einen Körper ans Mittelmeer. Summer, der Hammer, der Killer, der. Summer's Flow ist halt auch überragend, immer wieder. Ja, der Typ ist eine Maschine, Alter. Das ist wirklich so. Und Celo Abdi und Nimo war bei der letzten Champions League auch am Start, oder? Celo Abdi waren auf jeden Fall am Start. Nimo war bei der vorletzten. Bei der vorletzten warst du, ne? Die vorletzte, die wir gemacht haben. Ja. Und dann ist die Kim Sicky Jam hat die Big Bang am Wrist Tank. Würde ich nicht rappen, werd ihr heute Taylor Swift sein. Ach, ihr verarscht mich doch, Alter. Bruder, lass doch Nimo nochmal kommen. Hört ihr diese wundervolle... On the floor. Hä? On the floor. Also es ist jetzt hier auf jeden Fall Run It, ne? Cleve, jetzt bin ich voll bei dir. Aber der Beat ist kein Run It. Das auf jeden Fall. Save Chris Brown, Run It. Und sehr, sehr gut von Nimo gemacht. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Chris Brown auch für seinen Geisteszustand viel zu krank. Talentierter Dude. Ja, aber auch damals ein ziemlicher Bastard gewesen, ne? Muss ich mal so sagen. Way back, so mit Rihanna und Co. Das sah den Paros, du, Bruder. Ja. Bang am Wrist Tank. Würde ich nicht rappen, werd ihr heute Taylor Swift sein. Wahnsinn. Diese Stimme, der Stimmeinsatz ist so krass, Alter. Also ganz kurz, ne, es fiel mir gerade ein, der Beat an sich kommt, oder Sample an sich kommt von T-Pain. Ich weiß aber nicht, wie der Track heißt und ob T-Pain da das Feature ist oder ob es ein Track von ihm selbst ist. Vielleicht fällt es mir noch ein, aber ich komme noch drauf, denke ich. Zum Bitburger. Ekelhaft. Ja, der Einstieg war safe dope auf jeden Fall. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, sie war verliebt, dass sie die Skyline sah. Ecstasy in Socken drin. Verkloppelpillen zu Techno-Festival-Saison beginnt. Don't mess with them. Das ist so hart, Alter. Der Flex? Das ist Killer, ne? Ich finde einfach diesen Style, den Abdi an den Tag legt, fast genauso universell. Boah, wie bei Ziggy. Nur auf einem ganz anderen Film. Das ist halt der absolute Wiedererkennungswert und es ist halt hart kredibil und authentisch as fuck. Oder? Jetzt weiß ich nicht, was das für eine Flagge ist. Weiß ich auch nicht, aber irgendjemand weiß es auf jeden Fall. Und deswegen schreibt ihr uns das bitte in den Chat. Ich sehe einen Basketball. Du siehst einen Basketball? Ja, ich sehe auf jeden Fall auch die Outlines vom Basketball so. Ja, oder die Inlines. Es wird ja alles fake. Lennart, Ratte, Alex. Ihr seid rapmäßig fachgeschritten. Huawei zum Tank, Celo, Abdi-Mucke. Kann sein, dass man vom Zuhören leicht passiv drauf wird. Dieser Stratas. Passiert, dass man vom Zuhören was passiv drauf wird. Also nur, falls ihr euch fragt, ob das jemals passiert ist. Ja. Ich habe es lange Zeit nicht geglaubt, dass das geht. Aber es funktioniert tatsächlich, wie ich vor einem Jahrzehnt oder so erfahren durfte. Und nur, falls du dich fragst, was für eine Rolex das ist. Ich habe keinen Dunst. Macht mies süchtig. Vom Plakativ bis tiefgründig. Baba-Lieder wie immer. Online ständig viel. Mortal Kombat Fatality. T&A Walk Wilder Germany. Kopfnuss, Krabby, Sir. Auf dein Cracky Head. Goldstone, Nonplus, sehr Digger. Dicke Chains. Fette Grips. Like a dog. A million. Ich wusste nicht, dass Nimo so eine wundervolle Stimmfarbe hat. Doch, 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 doch. Also im Gesang jetzt. Doch, doch, doch. Also es gab natürlich... Der Typ ist eine Maschine. Ja, ist er tatsächlich. Schon immer. Schon immer. Es ist eine Day-Date. Natürlich ist eine Day-Date. Klar. Ne? Also, wir können es uns nicht leisten, deswegen ist es nicht ganz unser Flex. Wir sind Team Apple Watch. So das ungefähr. Das einzige grüne Zifferblatt, mit dem ich was zu tun hatte, war Schweinfuttergrün. Das war hochgiftig. Sehr Digga. Dicke Chains. Fette Grips. Like a dog. A million. Nein, das ist kein Leihwagen. Dieser Band kommt von meinem Life ein. Also für Nimo ist es erstens perfekt und er hat es, glaube ich, auch hart genossen, so zu flexen, Alter. Spürt man auf jeden Fall. Ich bin voll bei dir. Ich krieg gerade voll die TQ-Vibes. Gotta give it down for the West Side.
TQ war halt auch krass, ne? Er muss mal, du musst dem seinen Lebensweg mal lesen, Bro. Er hat, ich hab tatsächlich schon mal ein bisschen was von seinem Lebensweg mitbekommen, aber nach dem Feature mit Sarah Connor ging es halt knallhart bergab bei ihm. Das ist aber die Wahrheit, ne? Ja, nur Naturally 7 haben danach noch geflext. Weil du es verdient hast. Ja. So ein aber, Feature macht man nicht. Aber TQ haben einige gefühlt von den Homies, oder früher? Das war abgefahren. Also, unglaublich. Noch 15 Zuschauer mehr, dann kommt die neue Apple Watch. Let's get it, Bro. Ach, let's get it. Wer will eine neue Apple Watch? So, ich bleib bei dem Modell, das ich mir damals von Big Boy geklaut habe. Ja, das ist die 6er, glaube ich. Wir haben das fair getauscht. Ja, und das war's, ne? Was will man machen? Ja, sie war verliebt, als sie die Skyline sah. Brandneue SUV mit Fahrzeugbrief, Batmobil. Aus den Boxen kommt Harlet und R&B. Cello AP, Nemo Summer. Comfy Shad, helle Jetsch, ein bisschen Ascher. Insen Hustler, Schnapp mit Bader. GMT Master, Justit auf Cartagena. Global Player, Integrationsquote, Bestnote. Ich fährt Jumbel. Integrationsquote, Bestnote. Ja, Bruder, ja, dann kann jetzt gleich wieder unser Nazi-Kommentator wieder was sagen. Du müsstest einfach ab und zu mal nachdenken, Bro. Yep, true. Teure Mode jede Woche, Fashion Week, 385 East, also Death Germany. Ja, tatsächlich, ne? Hätte das schon. Also der Track zumindest harten Vibe davon. Also ganz ehrlich, ich küsse eure Augen für diesen Sound und eure Ohren. Das ist zu gut halt. Ja? Also das ist mein Film. Ich kann nicht genau sagen, wie das bei mir aussieht. Sonniger Tag, Smart Cabrio, schlechte Anlage, ja? Oder Kopfhörer optional drin, dass sich der Sound besser anhört und dann einfach cruisen durch die Gegend. Ja? Cruising on the street in my 6-4. In my Smart 4-2. Ja? So sieht's aus. Dieser Benz kommt von meinen Live-Einnahmen. Also allein, wie er das gebaut hat, ne, und wie er das, diese Hooks singt, ist so krass perfekt. Ich könnte mir nichts Schöneres, also nichts Besseres vorstellen, wie man das machen kann. Die Amis nennen es Cadence, ne? So dieses Spiel in der Betonung, was ist zu gut gemacht. Big Boy, vollkommen zu Recht, was du sagst. Sound, Alter. Perfekter Track. Ich hatte tatsächlich das passende Trikot zu dem Jogginganzug von Chelo. Das ist ziemlich nice und der Wagen ist auch ziemlich nice. Haben wir hier einen Ford Mustang? Das ist ein Ford Mustang, Bruder. Das ist ein Ford Mustang, welches Baujahr? Ich bin unglaublicher Fan von den 365ern. Kenne ich jetzt so in dieser Optik nicht, aber würde ich directly nehmen. Feier ich hart weg. Also, ich sag's euch ganz ehrlich, es geht super los, auf Twitch zumindest. Hat ein bisschen gedauert, aber die Combo hier ist unglaublich. Der Sound ist unglaublich. Krass. Das ist mitunter so auch das Sickeste, was ich... By the way, sind wir da letztens gewesen. True, Bruder. Das ist... das ist mitunter aktuell der sickeste Sound, den du im Deutschrap finden kannst. Auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach ein ganz klares Dopestens as fuck. Schreibt mal in den Chat bitte, was ihr dazu sagt. Wir wollen euch ein bisschen einbeziehen und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Und jetzt Big Boy, ne? Also erstmal, Spike, genau so, ja. Genau so, ich kann es jetzt nicht wiederholen, aber genau so machen wir das. Das nächste ist, nee, kein Golf, sondern ein Ford. Und von mir gibt es auch ein Dopestens as fuck. Ich finde es unwahrscheinlich schön, wie sich das in diese Richtung entwickelt, genau wie ich diesen ganzen New Wave-Scheiß, der so in diesen boombabigen Bereich geht, Feier des Todes. Bitte mehr davon, bitte mehr davon.
Was hast du dem Ganzen gegeben? Habe ich es verpasst? Wir hatten Ammo noch nicht, aber wir machen Ammos. Wir machen den auch noch. Kommt auch noch die Tage. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Was hast du dem Ganzen gegeben? Ich habe es verpasst. Ein Dopesens ist Fizzack. Na also, ne? Läuft doch. Tja, dann würde ich sagen, Dopesens ist Fuck. Na also, läuft doch hier in der Runde. Ne? Müssen wir eigentlich jetzt unsere Wertung anpassen an Twitch? Wieso? Machen wir nicht. Gut. Ist ja nur eine Wertung an sich. Wir beleidigen ja offiziell niemanden damit. Ne? Wir bewerten Tracks und ich hoffe, das kriegen wir so durch. Wir belobigen im Endeffekt. Auf jeden Fall. Ne? Ihr fühlt uns ja, wir wissen doch alle, was wir meinen hier. Und folgt ihr uns eigentlich alle auch schon, zumindest dem Kanal, dass wir darauf aufbauen können? Macht das doch mal bitte so nebenbei. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs am Start sein. Ihr seid die Besten. Und ich würde sagen, wir gehen über zum Nächsten. Ich mache kurz Stopp, ich speichere wieder, also ich starte wieder und dann geht's weiter. Also ihr seht es ja genauso wie